Nachdem wir von Native Instruments viele Gitarren-Plugins, wie zum Beispiel den Electric Sunburst für den Kontakt gesehen haben, nutzen sie jetzt dieselbe Technik für ein neues Bassinstrument, den Prime Bass. Möglicherweise der erste aus einer neuen Serie namens Session Bassist. Der Prime Bass kommt mit vielen spannenden E-Bass-Sounds, eingespielt mit und ohne Blackdrum. Und jede Menge fertiger Loops, die sich im Tempo an die DAW anpassen. Mein Name ist Thomas Foster und in diesem Video gebe ich euch einen Überblick über die spannenden Sounds und Funktionen des Prime Bass. Schön, dass ihr hier seid. Viel Spaß! Den Prime Bass gibt es in zwei Versionen, der Melody-Version und der, ich sag mal, normalen Version, wo nichts mehr in Klammer dahinter steht. Die normale Version ist, um Loops zu spielen, also da kann man nur Loops spielen, aber die halt in allen Tonarten und angepasst im Tempo an das aktuelle Songtempo. Und die Melody-Version, da können wir richtig selber spielen auf der Tastatur, ist eigene Melodien eben, daher kommt der Name. Und wir können die Loops auch verwenden, aber nicht ganz so komfortabel. Dafür können wir auch Melodien spielen. Ich zeige euch beide, fangen wir mit der Nicht-Melody-Version, also die, die ich jetzt mal als die normale bezeichnen würde, an. Mit einem Doppelklick laden wir sie in den Kontakt und dann sehen wir hier auch schon das erste Preset. Steady Rock heißt es und hier im blauen Bereich können wir musizieren. Ja, eher da ist so ein typischer Bassbereich. Okay, ihr seht ja genau hier auch, was ich spiele. Also ich spiele so eine Phrase. Ich bleibe jetzt mal auf einer Note und jetzt, Achtung, wechsle ich. Dann haben wir hier unten Key Switches. Die roten, also vom C bis zum G, sind um diese Presets hier umzuschalten, also verschiedene Spielarten. Jetzt bin ich also auf dem C1. Wenn ich jetzt das Cis1 drücke, seht ihr da oben, er ist jetzt um ein 1 nach unten gerutscht. Und jetzt gehen wir aufs D1, Dis1. Und hier kann ich jetzt die leeren Slots durchschalten. Da passiert jetzt natürlich nichts, wenn ich spiele, weil die eben leer sind. Da kann ich später eigene Sounds noch reinladen. So. Weiters gibt es noch drei Tasten, mit denen wir den Sound beeinflussen können. Und das sind diese hier. Das sind so End Keys, werden das genannt. Ending Key Switches. Das heißt, wenn ich gerade spiele und jetzt drücke ich das Gis, kann ich zum Beispiel eine lange Note machen, um den Groove zu beenden. Nochmal. Und jetzt. So. Mit dem A darüber, das ist diese Note hier, habe ich ein kurzes Ende mit einem Slide nach unten. Je nachdem, wo ich drücke, ist der länger oder kürzer. Und mit dem B, also mit dieser Taste hier, aber so ein ganz kurzes Ende. Und dann gibt es noch den Slide Key Switch. Da macht er so einen höheren Slide. So, damit kann man aber ganz gut eigentlich arbeiten. Hören wir uns mal ein anderes Preset an. Ich gehe jetzt einfach auf das zweite, das heißt Motor City. Ganz anderer Sound. Auch hier kann ich wieder die Presets, also die Spielarten wechseln. D1, Dis1. Und sie kombinieren mit diesen Slides und kurzen Enden. Der Sound wird immer mit dem Preset geladen, aber wir können den Sound auch wechseln, nämlich hier. Hier sind die ganzen Sound-Presets. Hören wir mal da ein bisschen rein, out of the box. Also so kommt er direkt aus der Box, wahrscheinlich die DI-Box heißt es dann im Fall eines Bassisten, raus. Und jetzt klicke ich da mal so ein bisschen die Presets durch. Fat Drive, schon ein bisschen verzerrter. Aggressive. Rock Ballad, bisschen Hall drauf,
Drive and Comp, der klingt recht schön. Amped, also da ist jetzt Verstärker dabei. Neofunk. Und die Kategorie hier heißt High Gain. Da ist auch dann schon mehr Amp und damit letztendlich mehr Verzerrung dabei. Experimental gibt es auch noch als Kategorie. Besonders auch die Maßflut. Shake That Sub. Wow. Na gut. Wie gesagt, wenn wir ein neues Preset hier laden, wird auch hier oben das Sound Preset mitgeladen. Slap Funk heißt es. Hören wir gleich noch in ein weiteres rein. Das ist der Classic Rocker. Und The Funk Machine. So, hier unten haben wir auch noch spannende Möglichkeiten. Wir sind jetzt die ganze Zeit hier in Patterns. Jetzt gehen wir mal auf Bass-Settings. Da können wir mal schauen, wie sich der Sound überhaupt zusammensetzt. Da haben wir zwei Mikrofone und das DI-Signal, also das Soundmaterial aus der DI-Box. Das können wir ein bisschen verzerren oder eben wenig verzerrt. Wir können mit Tone das Ganze dumpfer machen oder heller machen. Und dann können wir eben Mikrofone dazu mischen. Mic 1. Und Mic 2. Und die können wir natürlich auch mischen. Wir können einstellen, wie sehr die Griffgeräusche hörbar sind. Wir können den Noise Floor einstellen. Also das Nebengeräusch, wie laut das ist, wie präzise er spielen soll von Tuning her. Wir sind jetzt in der Regel auf Precise, also sehr präzise. Slubby heißt dann eher unpräzise. Und das Damping können wir noch einstellen, also kürzere Noten oder längere Noten. So, wenn wir hier weiterklicken auf Amp und FX, den dritten Reiter hier, dann sehen wir, da können wir eigentlich noch ganz viel Soundmöglichkeiten machen, denn ohne Bearbeitung klingt der Sound so, aber da ist jetzt ein EQ drauf. Mit dem man ziemlich viel hier machen kann. Ein Hall. Mit verschiedenen Räumen, die ich hier anwählen kann. Replica ist ein Delay. Replica heißt der, Entschuldigung. Bass Pro. Da ist noch ein EQ. Kabinetts. Und der Supercharger. Also ein Kompressor. So. Jetzt habe ich hier auf Clear Slot gedrückt, damit ist dieser Kompressor hier rausgegangen. Denn ich wollte euch noch zeigen, ihr seid natürlich nicht auf diese, wie viel sind es, 7 Slots hier beschränkt oder auf die 7, die es schon gibt, sondern ihr könnt einen Slot löschen und selber euch einen Effekt aussuchen aus zahlreichen Effekten. Also das sind Delays, EQs und Filters, Modulation, da kann man also nochmal sowas wie einen Chorus oder Flanger drauflegen.
So, jetzt habe ich mal alles gelöscht. Verschiedene Verzerrer, Kompressionen und Verstärker. So. Und damit mit 7 Slots, wo man 7 dieser Effektgeräte einstellen kann, hat man natürlich schon zahlreiche Möglichkeiten, den Sound zu bearbeiten. So, die letzte Kategorie hier ist Playback. Da kann man auch einstellen, wie perfekt er vom Timing, also wie quantisiert er spielen soll oder wie unperfekt. Man kann einen Shuffle hinzugeben, einen 16-Shuffle oder einen 8-Shuffle. Oder auch Swing könnte man das nennen. Man kann Betonungen setzen, ob die offbeatig betont oder downbeatig betont sind. Gehen wir mal auf Achteln, das versteht man etwas leichter. Downbeat oder Offbeat. Ja, finde ich ziemlich klasse, dass man so schnell die Betonungen setzen kann. Das Timing kann ein bisschen früher oder später sein. Ja, das hört man jetzt ohne Metronom nicht so. Im Latch-Mode kann ich einstellen, wann der startet, wenn ich die Taste drücke. Also ob der auf dem nächsten Takt einstartet, auf der nächsten Viertel. So ist es von Haus aus eingestellt. Dann die Synchronisation, resettet der den Beat quasi, dann wenn ich die Taste drücke. Und wenn ich unrhythmisch drücke, ein bisschen zu spät, dann ist auch die ganze Phrase zu spät. Oder was eingestellt ist von Haus aus und sinnvoller ist, Sync to Host, also egal wann ich drücke, ich synchronisiere mich zum Sequencer, zur DAW, zum Cubase, Ableton oder was immer ihr habt. Ihr könnt das Tempo der Phrase verdoppeln und halbieren. Ja, manchmal mag er dann nicht, wenn ihm das schon zu langsam ist. Aber alles, was sinnvoll ist, kann man hier eigentlich mit diesen Einstellungen erreichen. So, hier oben könnt ihr noch um eine Oktave nach unten stellen. Ihr könnt noch einen Vibrator dazu mischen in verschiedenen Geschwindigkeiten, Slow, Medium und Fast. Und ihr habt noch das Pitch Band, das hier auf die Lautstärke geht. Hören wir noch 2-3 Presets an, bevor wir zur Melodie-Version schauen. Spice Funk. Das war der Rugged Bass Neofunk. Rockwall. Doom Bass. Funky Fingers. Ja. Ihr könnt hier natürlich auch direkt drauf drücken, anstatt hier die Presets durchzuschalten. Und dann geht eine Liste auf mit allen Sounds, die ihr habt. Das sind insgesamt 81. Das sind schon zahlreiche Variationen, wenn man denkt, dass ja jeder 4 verschiedene Spielarten beinhaltet und man den Sound immer wieder variieren kann. Also nicht jedes Preset mit dem vorgegebenen Sound nutzen muss. Aber ihr könnt euch auch selber verschiedene Spielarten hier reinladen. Dazu drückt ihr auf einen Slot, möglicherweise auch auf einen freien. Ich nehme jetzt hier einfach mal den ersten. Und jetzt geht so eine Liste auf. Und jetzt könnt ihr sagen, ich will nur gemutete Bässe, also sowas da. Oder ich will nur offene Spielarten. Oder nur mit Black Drum gespielt. Oder nur mit Finger gespielt. Nur geslappte Bässe. Phrase gibt es hier noch. Slide, also die so Slides beinhalten. Nur Sachen im Dreivierteltakt oder triolisch. Oder ihr könnt sogar eine Rhythmik hier eingeben. Und dann sucht er Presets, die eine ähnliche Rhythmik haben, die möglichst die raus, die am nächsten dran sind an der Rhythmik, die hier eingegeben hat. So, aber jetzt schauen wir noch in zur Melody-Version, das heißt, wir hauen den Prime Bass jetzt hier wieder raus, doppelklicken die Melody-Version und jetzt kann ich erstmal selber auf der Tastatur spielen. Die Soundvariationen sind dieselben, also ich kann hier den Sound wieder
wechseln, wenn mir das nicht gefällt. Sage ich, ich hätte gern lieber so einen Vintage Tube Sound oder einen Modern Tube. So, dann kann ich den Sound variieren hier zwischen Open, also offen gespielt, Muted, Flageolet und Slap. So, das kann ich natürlich auch alles über Key Switches umstellen. Also mit C1 habe ich das offen, Muted, Flageolet, Slapped. Und die Presets, die Loops, kann ich jetzt mit dem E1 bis G1 starten. Das heißt, ich kann jetzt kombinieren, spiele ich selber was und kombiniere das mit den Loops. So, dann spielen wir jetzt gerade mit Black Drum, wir können aber auf Finger wechseln. Und manchmal ist es auch sinnvoll einzustellen, ob der Bass nur einstimmig, also monophon sein darf. Jetzt kann ich nicht zwei Tasten gleichzeitig spielen. Oder polyphon. Normal spielt man den Bass eher monophon. Und es ist auch angenehm, wenn es gar nicht möglich ist, zwei Stimmen gleichzeitig zu spielen. Aber es kann schon sinnvoll sein, auch mal was Zweistimmiges zu spielen oder so. Insofern möglich ist es. Wir bei MuChant haben hart daran gearbeitet, ein neues Plugin zu kreieren, das musikalischer ist als alles, was es bisher gibt. Jetzt ist es fertig. Der MuChant Player. Jedes Instrument im MuChant Player beinhaltet eine Komposition, also MIDI-Files, die man einfach in das Arrangement ziehen kann, um nicht nur von einem Sound, sondern auch von einer Melodie oder spannenden Akkorden inspiriert zu werden. Alle Instrumente und MIDI-Files liegen in der Cloud. Dadurch kann es jedes Mal, wenn du das Plugin öffnest, neue Instrumente bzw. MIDI-Files geben, die du einfach mit einem Doppelklick in dein Plugin lädst. Neben den Instrumenten gibt es auch noch die Kits. Das sind komplette Arrangements, die wie ein ganzer Song klingen. Mit einem Klick ladest du alle Instrumente und kannst dir alle MIDI-Files in dein Musikprogramm ziehen, um damit etwas Neues zu machen. Aber jetzt kommt das Unglaublichste. Die Basisversion von MuChant ist gratis. Klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung dieses Videos und lade dir kostenlos den MuChant Player. In dem Player findest du viele Instrumente, MIDI-Files und Kits, die du bereits kostenlos laden und nutzen kannst. MuChant. It's time to make music.